So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu History Line 1914 bis 1918. Wir befinden uns auf deutscher Seite, Karte 9 natürlich. Da habe ich mich letztes Mal ein bisschen vertan, etwas durcheinander gekommen, dachte, es wäre schon Karte 10, aber es ist in der Tat erst Karte 9. Und diese heißt da Ratio. Ja, wollen wir doch mal die Karte angucken, wie es so aussieht. Okay, neue Einheiten gibt es keine. Wir gucken uns mal die Karte an. Okay, wir haben hier unser Hauptquartier, relativ mittig im oberen Bereich. Rechts oben eine unserer Fabriken. Dann links oben eine gegnerische Fabrik, noch eine gegnerische Fabrik, sein Hauptquartier und eine von seinen Fabriken. Hier ist ein neutrales Depot, was auch das einzige Depot darstellt hier. Gut, ich sehe hier unten sind ein paar von unseren Einheiten. 4 Stück, um genau zu sein. Die werden vermutlich nicht dafür gedacht sein, hier das Hauptquartier direkt einzunehmen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber sie können dafür gedacht sein, hier die Fabrik einzunehmen. Obwohl er hier einiges schon drin hat. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, die Fabrik hier direkt unter Attacke zu stellen. Und natürlich dieses Depot hier zu holen, was kein großes Problem sein sollte. Hier oben haben wir unsere Fabrik, in der ist nichts drin. Gut, halt Rohstoffe bekommen wir weniger als halb so viel wie er und er hat doppelt so viele Einheiten wie wir. Alles klar. Okay. So, hier haben wir 2 Fokker E3, also die besseren. Okay, hier drüben ist seine andere Fabrik. Da hat er natürlich einiges drin, unter anderem auch eine Voisin. Allerdings haben wir hier auch schon gesehen, hier steht ein einzelner unserer Spähpanzer. Also seine obere Fabrik liegt sehr deutlich in unserem Bereich. Er wird also versuchen, von hier unten, denke ich mal, Leute hochzuziehen und da oben seine Fabrik zu sichern. Gut, unser Primärziel ist die Eroberung dieses Depots. Dann greifen wir diese Fabrik an. In diesem Depot haben wir ja ein Pferd und eine leichte Artillerie. Wir werden versuchen, hier durch die Berge durchzukommen, um hier dann den Angriff auf die Fabrik zu unterstützen. Über die Berge werden wir nicht drüber kommen, weil Pferde können das nicht, das können nur Fußsoldaten. Okay, gleichzeitig müssen wir natürlich versuchen, unser Hauptquartier zu schützen. Was natürlich mit einer leichten Artillerie nicht so leicht ist. Bedeutet, unser erstes Produktionsziel wird sein, hier einen Lastwagen und eine schwere Artillerie zu bauen, die wir dann möglichst hier hinstellen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir versuchen mal, was möglich ist. Bewegen mal das Auto nach oben. Die hier sollen ruhig Attacke auf dieses, auf diese obere Fabrik machen. Die kommen direkt mit. Und auch die leichte Artillerie. So, wir müssen da oben ein bisschen Alarm machen. Unsere Flugzeuge, das ist eine gute Frage. Wir könnten sie hier unten als Verstärkung ransetzen. Oder wir tun sie erstmal hier, um die DH-2s abzufangen. Ich glaube, das ist... Ja gut, da oben sind halt Flachs. Ne? Das ist halt... Ja gut, wir senden sie mal... Ah, okay. Hier hat er eine Elite-Infanterie. Der wollen wir natürlich ungern begegnen. Gute Frage. Ich würde sagen, wir senden mal eins hier hoch. Und das zweite senden wir... Da hinkommen? Ne, kommt da nicht hin. Okay. Da runter. Dann nehmen wir unsere normale Infanterie auf dem Weg zum Depot natürlich. Was wir mit dieser Depoteinheit sollen, weiß ich noch nicht genau. Normalerweise wird diese Depoteinheit ja dazu benutzt, um halbfertige Depots, die man ab und an auf der Karte findet, zu komplettieren. Aber ich habe hier auf der Karte keine halbfertigen Depots gesehen. So, wir setzen die Fußsoldaten natürlich auch auf dem Weg nach unten. Und die Flak würde ich auch mal um eins weiter runter bewegen. Okay. Noch stimmt, hier haben wir nichts. Nee. Aber hier unten. So. Er hat da keine Flugzeuge drin, ne? Wir nehmen die Flak trotzdem mal mit, weil die ist unsere einzige Verteidigung, da hier keine Elite-Infanteristen dabei sind. Achso, Kampf wollten wir ausschalten.
So. Gibt ja keine neuen Einheiten dort. Gut, das ist erstmal von unserer Seite alles. Wir machen Moduswechsel und schauen mal, was er so treibt. Angreifen können wir noch nichts großartig. Rohstoff gesammelt haben wir auch erst 24. Ja, wir können uns mit der hier hier ein Depot hinbauen. Ja, nee, wollen wir aber nicht. Wenn wir ein Depot hinbauen, dann irgendwo zentraler hier vielleicht. Wenn wir den Bunker weggeräumelt haben. So, wir brechen mal seine Denkphase ab. So, wir beschleunigen sie und gucken mal, was er macht. Okay. Ja, er möchte hier natürlich A, sein Hauptquartier schützen. Dann zieht er ein bisschen rüber zur Fabrik. Eine Einheit, die macht hier zentraler. Und die geht auch rüber. Okay. Er versucht also da seine Fabrik zu schützen. Okay. Oh, der hat auch noch Leute in seinem Hauptquartier. Okay. Stimmt, da habe ich bei uns gar nicht nachgeguckt, ob wir Leute im Hauptquartier haben, weil das eher unüblich ist zu Anfang. Ja, dass er die jetzt rausholt, das ist auch klar. Das wird nicht einfach da oben. So, da hat er auch noch volles Haus. Oh Mann. Da haben wir jede Menge zu tun. Ja, sehe ich schon, das wird keine einfache Karte. Da müssen wir wieder sehr viel mit Erfahrung arbeiten. Und es könnte eine verteufelt lange Karte werden. Okay. Ich guck nochmal, aber ich glaube nicht. Nee. Angriff haben wir noch keinen zur Verfügung. Ne, sind wir in der Tat auch fertig. So, jetzt schauen wir mal. Er wird jetzt gleich attackieren. Ne. Wie, ne. Ich dachte, der greift sie gleich mit seinen Flugzeugen an. Na gut. Oh, da müssen wir aufpassen. Die mittlere Artillerie da oben. So. Die schön weiter bewegen hier. Hier können wir noch um eins vor. Das reicht dann noch, um den Flugzeug anzugreifen. Okay, wir ziehen hier ran. Wir werden jetzt den Flugzeug nutzen, um ihn zu sperren hier, dass er da nicht reinkommt. Den Laster fahren wir hier runter. Natürlich nach. So, die können auch nicht mehr hoch. Ne, wir haben keine drin. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Okay. Das ist natürlich, ja, die stationäre Flagge ist natürlich problematisch, aber ja, bekommen wir in den Griff. Schicken als ich stelle ihn mal hier in den Wald und lasse ihn dann von da aus angreifen. Gut. Vorkommen müssen wir aufpassen, da können wir höchstens Nadelstiche setzen. Die bewegen wir mal hier rüber, um die mittlere Artillerie da schon mal unter Beschuss zu nehmen. Okay, wir sind fertig. Das wird alles andere als einfach. Gut, mit ihr kommen wir schon mal zu der mittleren. Das ist wichtig. Mit ihr kommen wir zu der DH2. Mit ihr greifen wir die Elite-Infanterie direkt an. Können wir uns schon einen Lastwagen bauen? Ja, können wir. Okay, er versucht uns da unten definitiv einzukesseln. Hier oben geht auf Konfrontation. Da versucht er vorbeizurutschen. Okay.
unten. Er hat mehr Einheiten und stärkere Einheiten. Das ist das Problem. Na, senden Sie die DR2 darüber, das ist gar nicht so blöd. Weil wir da keine großen Möglichkeiten haben. Warte mal, was hat man hier noch drin? Quatsch, was haben wir hier noch drin? Eine leichte schon wieder. Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt genau das Falsche machen, ne? Dass wir uns erstmal unsere Kräfte hätten bündeln sollen und darauf warten, dass er sich die Hörner etwas abstößt mit seinen Einheiten. Aber gut, wir versuchen es jetzt so. Mehr als nicht funktionieren kann es ja nicht. Ihr kommen. Okay, das ist da hoch. Das heißt, wir rücken mit ihm da runter. Wir rücken mit ihr hier hoch. Wir rücken mit ihr eins zurück. Da jetzt hat er seine Geschütze draußen. Setzen die auf jeden Fall und sperren ihn hier wieder, dass er nicht gleich reinrutschen kann. Das heißt, wir erhöhen dann um 11 Einheiten. Das heißt, wir bekommen immerhin 35. Okay. Oh Mann, das wird richtig haarig. Ich bringe die hier mal in Sicherheit. Sein, dass das schnell vorbei ist. Und dass wir dann daraus lernen, dass es auch besser sein kann, sich erstmal zurückzuziehen. Na, das wäre natürlich auch eine Idee, von unten, die hier sind, die erstmal nach oben ziehen und die obere Fabrik attackieren. Weil unten sind definitiv sehr viele Leute. Oh. Ja, ohne Flak sind wir da unten natürlich auch so ziemlich am allerwertesten mit seinen 2 DH2-Bombern. Okay. Lassen Sie mal gucken hier. 4, 5. 4, 5. Versuchen durchzubrechen da hinten, aber das wird nicht einfach. Und der kann man so nicht angreifen. Das geht nicht. Die ist noch nicht bereit. Rohstoffe haben wir. 38, das reicht auch noch nicht. Das reicht auch noch nicht. Wir werden jetzt hier attackieren. Wir werden hier attackieren.
drauf. Die drauf. Okay. /23:44. Ich glaube, das geht granatenmäßig in die Hose. Ich werde versuchen, da unten unter der Fabrik durchzukommen. Und quasi von hinten die Fabrik einzunehmen, aber da müsste ich eben erst durch die Elite-Infanterie und die Infanterie, die da unter der Fabrik sind, durchkommen. Und ob wir das schaffen, ist fraglich. Wie viel Rohstoffe, warte mal, wie viel Rohstoff bringt denn die Fabrik? 16. Wie viel bringt die obere? Auch 16. Tja. Na, die vier Einheiten, die jetzt auf meinem Bildschirm da schwarz zu sehen sind, unsere vier Einheiten, die können wir schon mal abschreiben. Da werden wir versuchen, so viele Leute noch mitzunehmen, wie es geht. Aber die sind so gut wie weg, weil wir da unten nicht reparieren können. Wir haben also keine Möglichkeit, sie wieder aufzufrischen. Also wir würden die Fabrik erobern und die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Sehr schön.